So hatte sich der RSV Petersberg den Palmsonntag vorgestellt. Nach dem 4:2 in Hosenfeld hat die Mannschaft von Ede vorn dran auch das zweite Spiel des Jahres mit 3:0 in der Nachbarschaft beim TSV Künzell gewonnen. Das Ergebnis täuscht allerdings, denn vor der Pause hatte Künzell durch Uetsubaki, Rühl und Hannas Freistoß durchaus seine Chancen, selbst in Führung zu gehen. Nach dem Wechsel versuchte der TSV dann alles, aber im Abschluss blieben die Hausherren, dem man nie den Willen absprechen konnte, aber viel zu harmlos. Anders Petersberg, das in einem Spiel mit vielen Stockfehlern vor allem deshalb verdient gewann, weil man vor dem Tor konsequenter war. Ja, selbstverständlich kann ich natürlich nicht zufrieden sein, wenn wir verlieren, aber letztendlich muss man uns eingestehen, dass die bessere Mannschaft heute gewonnen hat. Vielleicht ein Tor zu hoch, aber alles in allem geht der Sieg. Im Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Spielerisch war es noch dürftig, aber das sind die Platzverhältnisse halt noch zu der Jahreszeit und von daher mit einem Lachen und einem Weinen im Auge, aber mit dem Ergebnis und mit den drei Punkten sehr zufrieden.